Gebäude können spannende Geschichten erzählen. Von dunklen Epochen, von glorreichen Zeiten und vielleicht besonders wichtig, von eben den Menschen, von denen sonst keine Chronik berichtet. In dieser Serie wollen wir uns einige der bedeutendsten Gebäude unserer Region einmal ein bisschen genauer anschauen und versuchen, ob wir ihre Mauern zum Sprechen bringen können. Servus alle zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprechenden Mauern. Heute wollen wir uns einmal nicht unbedingt ein Haus anschauen, aber dafür ein besonderes Bauwerk ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und zwar geht es heute um den Markgrafenbrunnen in Bayreuth. In Auftrag geben hat ein Brunnen Markgraf Christian Ernst von Brandenburg Bayreuth. Der hat von 1655 bis 1712 regiert und er war tatsächlich für Bayreuth eine der prägendsten Figuren des 17. und 18. Jahrhunderts. So hat er beispielsweise 1664 den Grundstein für das bis heute existente Gymnasium Christian Ernestinum gelegt in Form einer eigenen Lateinschule. Und wenig später hat er noch auch durch eine Ritterakademie in gewisser Hinsicht die Vorstufe der Landesuniversität Erlangen aus der Taufe gehoben. Darüber hinaus hat er allerdings auch große militärische Erfolge feiern können. Er war zeitweise Kommandeur der Reichsarmee und er war Teil des Entsatzheeres, das damals gegen die Türken vor Wien gezogen ist und das eben am Ende tatsächlich Wien von den Türken befreien konnte, wie es immer heißt. Genau diese Leistung als großer Militär wollte er eben auch im Markgrafenbrunnen dargestellt haben. Der ist zwischen 1699 und 1705 nach den Plänen des damaligen Bayreuther Hofbildhauers Elias Renz geschaffen worden. Ursprünglich stand der Brunnen dabei im Ehrenhof des Alten Schlosses, wodurch man auch die Vermutung haben kann, dass die bis heute dort existenten Köpfe der Heroen, ja, also quasi der Helden der Mythologie, mit dem Brunnen eine Einheit gebildet haben. Wahrscheinlich sollten sie Christian Ernst anschauen, der sich dadurch dann eben als eine von ihnen dargestellt hat und der aber zugleich eben auch im Zentrum der ganzen Struktur gestanden hat, auf seinem Brunnen, auf seinem Schlachtross. Wenn wir uns den Brunnen einmal genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass Christian Ernst sich darauf als Militär, als Soldat hat darstellen lassen. Er trägt eine Prunkuniform, er sitzt auf seinem großen Schlachtross und er überreitet eben einen der Osmanen, was ihn dann zugleich auch als Bezwinger, in Anführungszeichen, der Türken symbolisieren und darstellen soll. Zu den Füßen des Schlachtrosses steht der sogenannte Hofzwerg. Das war Johann Tramm, der eigentlich aus Stambach stammte und der Teil des sogenannten Kuriositätenkabinetts war. Kuriositäten waren also Besonderheiten, besondere Spielarten der Natur, die eben nicht der Normalität der damaligen Zeit entsprachen. Und dazu gehörten eben auch die kleinwüchsigen Menschen. Von Tramm wissen wir, dass er sehr gebildet gewesen ist und dass er tatsächlich auch zu Christian Ernsts Vertrauten zählte, mit denen er teilweise eben über die Politik und über andere Entscheidungen immer mal Rücksprache gehalten hat. Wenn wir weiter nach unten gehen, dann sehen wir erst einmal allerlei Kriegsgerät, das vom Markgrafen überritten wird und das dann natürlich auch seine militärische Stärke gezeigt. Das sind Kanonen dargestellt, Fahnen und andere Gerätschaften und Waffen. Und da unten drunter auf dem eigentlichen Postament, auf dem Sockel, da sehen wir dann eben diese rohen, an Granit erinnernden Felsen des Fichtelgebirges. Und jetzt wird es tatsächlich besonders spannend. Denn dieser Sockel, dieses Postament, ruht wiederum auf einer Grundlage, auf der links, rechts, vor und hinter dem Markgrafen große Allegorien dargestellt sind. Diese Allegorien speien Wasser und das führt eben jetzt zur eigentlichen Aussage des Markgrafenbrunnens. Er soll in gewisser Hinsicht einen Vier-Ströme-Brunnen darstellen. Man sieht also die aus dem Fichtelgebirge entspringenden Flüsse Saale, Eger, Naab und Main, die zugleich auch dadurch, dass sie in alle vier Himmelsrichtungen abfließen, die vier damals bekannten Kontinente darstellen sollen. Der einzige, der fehlt, ist Australien. Das hat man erst einige Jahre später entdeckt. Aber das Spannende ist eben dadurch, dass sich Christian Ernst quasi in eine Reihe stellt mit den Fürsten, mit den Herrschern der Welt, weil er sagt, ja, ich bin jetzt vielleicht nicht unbedingt der König von Frankreich oder von England, aber ich regiere über das Zentrum der bekannten Welt, denn hier bei mir im Fürstentum Bayreuth, da entspringen die vier Flüsse, die stellvertretend für die bekannte Welt und für die vier Kontinente stehen.
Wenn wir uns jetzt die Allegorien noch einmal anschauen, dann sehen wir Europa auf dem Stier dargestellt, die von der Sahle symbolisiert wird. Wir haben die Eger, die Asien darstellt, den Westen, da ist Amerika mit einem Ureinwohner dargestellt und wir haben im Süden Afrika. Es gibt jetzt natürlich die Vermutung, dass der Hintergedanke dieses Brunnens auch ist, dass Christian Ernst sich quasi über die Völker dieser Kontinente stellen will. Das sehe ich tatsächlich etwas anders. Ganz im Gegenteil benutzt er ja die Ureinwohner, wie eben beispielsweise für Amerika, um sie auch als sehr heldenhaft darzustellen. Das sind also keine kleinen Figuren, die er überreitet, sondern ganz im Gegenteil, er erweist ihnen ja dadurch die Ehre, dass er sie als Symbol für den gesamten Kontinent nutzt. Er stellt sie als sehr mächtig dar, die männlichen Figuren sind stark muskulös und durchtrainiert. Und das zeigt natürlich schon, dass er mit einem großen Respekt auch ihnen gegenüber auftritt. Interessant ist im Übrigen, dass heutzutage die Zuordnung der Flüsse zu den Kontinenten und Himmelsrichtungen nicht mehr ganz funktioniert, denn im 18. Jahrhundert, 1748, ist der Markgrafenbrunnen vor das neue Schloss verlegt worden und dabei hat man, ob absichtlich oder nicht, die Flüsse ein Stück weit durcheinander gebracht. Auf dem umlaufenden Spruchband ist zu lesen: Principis est bonus est fons, ex quo quatuor aquae orbis ad partes, Moenus naba sala egra ruunt. Dieser ist der gute Quell des Fürsten, aus dem die Wasserströme Main, Naab, Saale und Eger nach den vier Weltteilen fließen. Das Interessante ist im Übrigen, dass dabei manche Buchstaben größer geschrieben sind als die anderen. Wenn man die als römische Zahlzeichen nimmt und zusammen addiert, dann ergibt sich als Summe die Jahreszahl 1705. In dem Jahr ist der Brunnen fertiggestellt worden. Christian Ernst war im Übrigen nicht derjenige, der sich diese Allegorie des Zentrums der bekannten Welt ausgedacht hat. Es war schon lange Zeit vor seiner Regierung im Fichtelgebirge en vogue gewesen. Das zeigt sich beispielsweise an den sogenannten Ochsenkopfgläsern. Darauf sehen wir das Fichtelgebirge als einen großen Berg, den Fichtelberg. Das war damals wahrscheinlich der Ochsenkopf gewesen, bevor er dann den heutigen Namen erhalten hat. Und dieser Fichtelberg, der wird dargestellt als das große Mysterium. Ja, auf seiner Spitze steht eine brennende Burg. Was genau die symbolisieren soll, wissen wir bis heute nicht. Dann, wenn wir weiter runterschauen, ist der Berg umgeben von einer riesigen Goldkette, die eben für die Geheimnisse und Bodenschätze des Fichtelgebirges stehen soll. Und unten am Fuße des Berges, da entspringen eben auch auf den Ochsenkopfgläsern die vier großen Hauptflüsse des Gebirges. Das heißt, diese Allegorie, diese Symbolik zu sagen, das Fichtelgebirge ist mehr oder weniger das Zentrum der bekannten Welt, weil von hier aus alles seine Reise beginnt, weil hier faktisch der Ursprung von allem liegt, das ist jetzt keine Idee von Christian Ernst gewesen, sondern die hat er einfach ganz geschickt für seine eigene Machtposition übernommen. Dabei gibt es im Übrigen auch noch eine zweite Deutungsmöglichkeit. In der Bibel ist ja auch beschrieben, dass aus dem Garten Eden ein Fluss entspringt, der sich dann in die vier großen Ströme aufteilen soll. Und tatsächlich wurde auch aufgrund der Wasserscheide, die das Fichtelgebirge darstellt, unsere Region früher als das irdische Paradies wahrgenommen. Also quasi als die irdische Form des biblischen Garten Edens. Und das ist natürlich was ganz, ganz Spannendes, weil man dadurch auch eine sehr stark christlich-religiöse Komponente noch mit in dieses Bild des Zentrums der Flüsse einbringen kann. Die Reittiere der Allegorien, die speien das Wasser dann eben am Ende in das Wasserbassin, das das große Weltmeer symbolisieren soll. Auch das hat entsprechend seine Symbolik. Es ist bei diesem Brunnen eigentlich das Spannende, dass nichts ohne irgendeinen Hintergedanken angefertigt und angebracht worden ist. Wenn ihr also das nächste Mal zum Markgrafenbrunnen geht, dann schaut ihn euch gerne mal ein bisschen genauer an und beachtet eben insbesondere die Allegorien der vier Flüsse, weil das tatsächlich eine der für mich spannendsten symbolischen Darstellungen des Fichtelgebirges ist, die damals im 17. Jahrhundert eben auch dazu benutzt wurde, um die Position des Markgrafen zu Bayreuth dadurch zu symbolisieren und am Ende eben deutlich zu machen, wer eigentlich die Fäden in der Hand hält. Das Ganze aber, wie gesagt, nicht etwa aus einer überhöhten Position heraus, sondern eben einfach als Bestandteil des absolutistischen Herrschaftsgedankens. Der Markgraf regierte eben über die Schöpfung und deswegen war er halt auch derjenige, der sich über die in seinem Fürstentum entspringenden Flüsse stellen durfte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Entdecken. Bis zum nächsten Mal.